Ah, verdammt. Ja. Komm her. Den nehmen wir auch mit. Und dich ebenfalls. Besser. Waffenpunkt erhalten. Na geht doch. Mit ein bisschen kreativem Kampfgeist geht hier alles. Nee, falsche Taste. Entschuldigung. Ich wollte dahin. Waffenpunkt 2. Kann ich hier schon was kaufen? Mikroraketen. Reduziert die Munitionskosten von Mikroraketen? Reduziert die Nachladzeit für die Mikroraketen erheblich oder aktiviert sofort die Mikroraketen, wenn sie bereits zum Feuern sind? Eigentlich nehme ich das obere, ne? Ich gucke nochmal, wie das hier ist. Da brauchen wir 3. Nö, ich nehme hier mal, reduziert die Kosten. Danke sehr. Dann habe ich noch einen übrig. Mit einem kann ich, glaube ich, gerade hier könnte ich was machen. Aber ehrlich gesagt, die nutze ich so gut wie nie. Das macht gar keinen Sinn. Also deswegen, hier müsste man rein theoretisch könnte man da auch was freischalten. Ich guck mal kurz. Verbessert die Effektivität von Verstärkern. Mache ich doch gar nicht. Oder halt Area Scanning Technologie. Verbessert die Effektivität deiner Navigationssysteme. Ja. Ne? Wenig Munition. Ah, verdammt. Diese Viecher haben mir fast alles genommen, was ich habe. Und ich glaube, ich muss jetzt zurück. Kann ich hier runter? Apropos runter. Ich wollte erstmal hoch. War da nicht was? Hier komme ich leider nicht hoch. Schade. Ich sehe gerade, hier hinten habe ich ganz übersehen. Kann ich ja noch ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten komme ich leider nicht hoch, weil ich würde ja ganz gerne da oben die Rüstung mir holen. Aber da komme ich so einfach gar nicht hin. Schade eigentlich. Na gut, ich gehe mal runter. Denn da hinten ist auch eine Rüstung. Und, hallo? Ich nehme erstmal die Rüstung mit. Moment. So. Wenig Munition ist bekannt. Und was haben wir hier? Aha. Ein Raum. Oh. Jetzt, Jungs. Oh. Wo kommt denn der her? Und warum läuft der genau dahin, wo ich nicht bin? Danke. Mann. Läuft natürlich genau da nicht, dahin, wo ich jetzt nicht hin wollte. Das ist auch irgendwie cool gewesen. Und Imp. Trotz ihrer niedrigen Stellung innerhalb der Dämonenrangordnung und ihrer schier endlosen Zahl legen Imps im Kampf sehr eigene Charakteristika an den Tag. Einige kämpfen am liebsten von erhöhten Positionen aus, während andere auf die Gegner zustürmen und ihre messerscharfen Klauen in die Feinde schlagen. Mauern und andere Hindernisse können Imps nicht aufhalten, da dieser sehr hoch springen und sich an praktisch jeder Oberfläche festhalten kann. Imps sind in der Lage, Höllenenergie durch ihre Hände zu kanalisieren und daraus Projektile zu formen. Während der Kanalisierung werden Partikel in der Luft und anderer Schutt in den Energiewirbel gesogen, sodass ein kompakter, extrem heißer Feuerball entsteht. Die Art ihrer Angriffe legt die Vermutung nahe, dass es sich bei Imps um eine niedere Form des Summoners handelt. Was auch immer ein Summoner ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So genau kenne ich mich nicht aus in dem Spiel. Erklärt es mir doch bitte. Vor allem erklärt mir auch, wo ich hier bin. So, das nehmen wir mit. Aha. Ah, nein! Blöder Techniker. Also wirklich. Hey, wer bist du denn? Na, wie geht's so? Hol dich mal aus. Bleib mal liegen und zappel nicht so, mein Freund. Gut, löst sich auf. Geronimo! So. Und du auch nochmal. So.
Hast dich selbst mit deiner Hand gerade geohrfeigt. Das ist ja auch was. hier geht's nach oben. Okay, da geht's anscheinend nachher raus. Auch nicht schlecht. Was? Da unten gibt's schon wieder ein Untertitel für etwas, was ich hier gar nicht höre. Oh. Entschuldigung. Bist ein bisschen kopflos plötzlich. Ich habe ja auch die falsche Waffe. Ich dachte, ich hätte die Schrotflinte ausgewählt. Peinlich, peinlich. Macht aber doch gar nichts. Das war Absicht. Ihr wisst doch, wie das hier läuft. Voll Absicht. Genau wie das. Ja, ja, mein guter Soldat, du weißt schon, was du tust. Hofft man zumindest, ne? Einer muss ja wissen, was er tut. Wenn ich es als Spieler schon nicht weiß, dann muss es wenigstens der Soldat wissen. Und... Oh, oh. Was? Hey, doch nicht vor mir, mein Freund. Uah. Interessant, dass ich die mittlerweile gar nicht mehr finishen kann, sondern dass die einfach nur mit zwei Schuss umkippen. Wo bin ich denn hier? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier rauskomme, gebe ich zu. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich irgendeine Art von Geheimgang oder so gefunden habe, aber wie ihr ja seht, bin ich einfach bei der Notfallsperre angekommen. Nein, bei meinem nächsten Höllenpunkt-Portal, wie auch immer. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Ja. So, einmal rüber. Kettensäge? Naja, naja. Ach, mit X komme ich übrigens zurück. Kettensäge. Perfekt. Na, das wird ja was. Ja. Oh, oh. Hi. Für dich. Und auch du kannst mir nicht entkommen. Wo willst du denn hin, mein Freund? Hey. Sieh alles gerade nichts? Für dich. Und auch du wirst noch ein bisschen zerteilt. Ja, auch hier noch ein bisschen. Ah, verdammt. Aber dich hau ich so K.O., mein Freund. Und hier, zack. Wo ist der Nächste? Wer hat noch nicht? Du zum Beispiel. Wie wär's so? Wie, das war schon? Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. Bin überrascht, dass es so schnell ging. Auch wenn meine Kettensäge gerade keine Munition mehr hat. Aber ich finde, also Kettensäge hat ja was. Ja, so ganz ehrlich, das hat schon Spaß gemacht gerade. Ich guck mal. Was auch immer da hinten ist. Ein blaues Feld. Nee, da komme ich doch niemals an, wenn ich darüber springe, oder? Meinen die das ernst? Das kann doch nicht funktionieren. Gibt es noch einen anderen Weg? Nicht wirklich, oder? Es gibt hier die mittlere, aber... Nee. Na gut, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Oh. Ehrlich gesagt hätte ich nicht geglaubt, dass ich da ankomme. Hoho. Gut. Nö. Wo kommst du denn her? Tschüss. Nimm mein Bad. Hat schon der Terminator damals gemacht. War sehr erfrischend. Der fand das super, einfach mal so in die Lava getaucht zu werden. Ist das? Hm. Was? Wir. Huch. Ja, das hat doch was. Oh, nett. Was? Ungültige Schlüsselkarte. Ja, ich bin noch im falschen Bereich. Oder wie, oder was?
Ja, ich beeile mich. Komm. Autsch. Das war schneller als erwartet. Hier, für dich. Und auch du kriegst noch einen von mir mit auf den Weg. Hey. Ich mag dich auch, mein Freund. Zwar nicht ganz so wie du mich, aber ich mag dich. Und Hallöchen. Auf dich habe ich ja ein ganz besonderes Auge geworfen. Oh, das tut gut. Und sie können jetzt Gesundheit, Rüstung oder Munition erhöhen. Also ich bin ja eigentlich für Gesundheit momentan, weil das andere... Munition ist zwar auch sehr knapp, gebe ich zu. Ich habe aber den Eindruck, bei meiner Spielzeit oder Weise brauche ich eher die... Gesundheit. Was? Was? Da. Na, also. Beim nächsten Mal fällst du nicht mit der Tür ins Haus. Beim nächsten Mal fragst du freundlich an, ob du vorbeikommen kannst. Ne? Dann gibt's auch Kaffee und Kuchen. Ja, und dann geht's wohl hier rein, oder wie? Der Wegpunkt führt mich hier hin. Hallöchen! Konzentration und Engagement. Plasmagewehr. Das Plasmagewehr fand mit der Einführung der Agent- oder Agent-getriebenen elektromagnetischen Beschleuniger weit Verbreitung beim Militär. Basierend auf dem HIPGD-Design des früheren 21. Jahrhunderts gibt diese Waffe schnelle Salven von Plasmoiden ab, die beim Ziel sowohl durch den Aufprall als auch durch die Hitze Schaden zufügen. Super! Hallo? Oh oh. Na gut, ich gucke mich erst um. Was haben wir hier? Samuel Hayden. Ah, unser droidischer oder Roboterfreund oder was das auch immer sein soll. Und zwar, er ist Teil der wohlhabenden und mächtigen Familie Hayden und absolvierte einen Masterstudiengang in theoretischer Physik an der Universität von Oxford. Nochmal, er ist Teil der wohlhabenden und mächtigen Familie Hayden. Naja, also wenn sich zwei Roboter paaren, dann... Nein, das wäre jetzt zu doof. Aber okay, er bewies dabei in verschiedenen Feldern herausragendes Talent, darunter Thermodynamik, elektromagnetische Theorie und Atomwissenschaft. In jungen Jahren gründete er die Samuel Hayden Stiftung, eine wohltätige Organisation, die junge Wissenschaftstalente und wissenschaftliche Programme in Schulen und Universitäten fördern sollte. Sein beeindruckender Intellekt machte ihn zu einem der wichtigsten Ziele der UAC, die ihn kurz nach seiner Ernennung zum Generaldirektor des Weltwissenschaftsrats bei sich ernannte. Nur wenige Monate nach der Entdeckung des Argent-Bruchs übernahm Samuel die Führung der UAC und leitete umgehend den Bau des Argent-Towers ein. Während sich der Tower im Bau befand, wurde bei Samuel ein inoperabler Hirntumor der Stufe 4 festgestellt. Man gab ihm noch 6 Monate zu leben. Diese Zeit nutzte er, um eine radikale Lösung für sein tödliches Problem zu finden. Kybernetische Übertragung. Okay, das erklärt zumindest, was er ist. Also er ist als Mensch geboren und dann hat er seinen Verstand mal transportiert in einen Roboterkörper. Ich hoffe, dass dabei nicht wirklich was verloren gegangen ist. Also nicht nur das menschliche Aussehen, sondern... Ups. Danke. Ich bin konzentriert. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Hier war ich schon. So viel zu... Ich bin konzentriert. Oh, hi. Na? Wirst du Wurm kippen? Und auch du! Oh, weg mit dir, mein Freund!
So, einmal weniger. Was haben wir noch so hier? Hier für euch. Na? Mal gucken, dass ich jetzt auch alle habe oder auch nicht habe. Ja, doch, sieht gut aus. War da gerade was? Nö. Ich dachte, hier wäre irgendwie sowas wie ein Gimmick oder so, oder ein Secret oder sowas. Aber nein, haben wir nicht. Was mich allerdings zu der Frage bringt, ich habe doch hier jetzt eine neue Waffe. Ich habe zwei Waffenpunkte, aber noch keinen zum Ausgeben. Achso, ich habe ja noch keinen kleinen Druiden gefunden. Keinen Roboter, der mir da was verkaufte. Also deswegen ist logisch. Die Waffe hier kann ich also noch nicht aufrüsten. Kann ja noch kommen. Los. Ich bin dran. Ich sagte doch, ich arbeite so schnell ich kann, aber dieser Anzug, der ist nun mal nicht der komfortabelste. Ups. Ich schieß mal kurz in die falsche Richtung. Und hier. Tada. Ich weiß noch nicht, ob ich bei der Waffe bleibe oder ob ich mal spaßeshalber nochmal die Schrotflinte nehme. Weil ich glaube, hier gibt es nämlich... Ja, hier gibt es Munition dafür. Na gut. Na, schon wieder so ein Ding. Na dann. Und der Anzug wird wieder dreckig. Verdammt nochmal. Verdammt. Oh. Hey, was bist du denn für einer? Wo sind sie denn alle? Ich höre mal schießen und ich weiß nicht wo. Hier für dich. Und das ist noch als Zugabe. Hallo? Oh. Dich nehme ich mal so auseinander. Na, für alle, die nicht wussten, was ich da tat. Ich habe mal kurz die Ketten so hier ausgepackt. Ja, gerne. Oh, und was bist du? Eine Automap wurde heruntergeladen. Cool. Hallo. Hast du eine blaue Ausweiskarte für mich? Herzlichen Dank. Die kann ich gebrauchen. Blaue Schlüsselkarte erhalten. Und das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja. Und nochmal. Ja. So. Warum flackert es hier? Höre was? Ich sah auch kurzzeitig was. Aber ganz ehrlich, mich beunruhigt eher die Musik. Hallo? Hi! Hier, für dich. So. So klar. Oh, verdammt, nein! Ah, ich hänge. Ich hänge, ich hänge. Ich meine, wir hängen hier nie. Wir wissen, was wir tun. Mann, der ist aber widerstandsfähig heute. So. Mann, bleib unten. Bleib unten, mein Guter. Und... gleich viel besser. Heilstationen. Diverse mit Heilstationen haben die gleichen Design-Spezifikationen wäre es gewesen. Also, diverse Med-Heilstationen haben die gleichen Design-Spezifikationen wie der Vorgänger. Das Gesundheitspack allerdings wurde die Nanobot-Verteilung verbessert und die zelluläre Analyse beschleunigt. Legt der Patient seinen Arm in die Behandlungsmanschette, führt diverse Med-Station einen mikrozellularen Scan des Patienten durch und verabreicht ein Nanobot-Paket, das zelluläre Schäden behebt. Danach werden Schemmbündel initiiert, wodurch die Erholung des Patienten deutlich beschleunigt wird. Bei einigen Patienten kann es durch Nutzung von Versa-Med-Stationen zu Schwindelgefühlen kommen. Dies lässt sich bekämpfen, indem der Patient seinen Arm ein zweites Mal in die Station legt. Dieser Schritt lässt sich beliebig oft wiederholen.
Das weiß ich von anderen Leuten, die es gespielt haben. Die Dinger sind nur einmal benutzbar. Also ist der Tooltip in der Hinsicht nicht ganz korrekt. Und oh. Ja, hallo. Na? Hier scheint niemand zu sein. Ich gucke mich erst einmal kurz um. Ja. Mhm. Das ist super, das nehmen wir mit. Was? Jessica soll mir helfen? Nee, Jessica hilft mir nicht. Aber ich helfe euch. Ja, krass. Hey! Hi! Und dich zertrennen wir mal. Genau wie dich. Oh, verdammt. Oh, jetzt habe ich mich gerade selbst gekillt. Und dich kill ich aber so. Danke. Der Mondbesitz auf Minibasis. Ich habe schon das US-Formular zu unverzüglicher Verstümmelung ausgefüllt. Jessica aus der Personalabteilung jetzt offen. Na bitte, geht doch. Jetzt kann ich diese verdammte. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade höre. Ach, hier bin ich. Hi. Die Tür ging doch vorhin nicht auf. Aber jetzt geht's auf. Ist ja cool. Na gut. Ich habe auch keine Ahnung, was man hier so hört. Dieses Rums. Ah. Und jetzt bin ich. Ich bin mal so frei und guck mal ganz kurz hier rauf auf die Karte. Was ist denn das hier? Das ist eine Tür, glaube ich, oder? Na gut, ich sagte ja von vornherein, ich bin nicht so der Sammelfreak. Ne? Als ich hier anfing mit dem Spiel, habe ich ja gesagt, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ja, das ist die Tür. War mir gerade nicht so sicher. Gut, also dann gehen wir mal gleich hier weiter. So. Das nehmen wir mit. Achtung, Kerntemperatur übersteigt kritische Grenze. Nein. Ich bin ja da. Ich immer löse das Problem. Ich hau einfach auf den Computer rauf und dann ist er gleich wieder voll Taco. Komm, hier. So meine ich das. Und? Kühlung aktiviert. Geht doch. Was? Hey. Hör auf mich zu schießen, mein Freund. Ich schieß zurück. Ich hoch? Ja, komm ich. Hi. Und auch dich werden wir noch ein wenig grillen. Hi. So, hier. Zum Frühstück alles Gute. Komm hoch. So, da. Natürlich. Runter. Ich habe hier noch ein bisschen Schrot für dich. Und ein Tritt in die... Naja, ich bin schrot. Hey, bleib hier. Okay, wenn du das machst, dann machen wir was anderes. Dann holen wir eine andere Waffe. Eine kleine Bällchen. Schmeißt ungefähr so. Zack, zack. Haben wir's? Ich glaube nicht. So, hier, für dich. So, bitte sehr. Hey, bleib hier. Und auch hier noch. Uah, wo schieß ich denn hin? Entschuldigung,
So. Hey. Ich habe gleich ein Munitionsproblem, wie ich sehe. Danke. Die Munition konnte ich gut gebrauchen, die du mir gerade gegeben hast. Und natürlich auch ein bisschen Heilung. Uah, verdammt. Sind nur zwei. Moment. Und her, komm her. So. Einmal. Ah, verdammt. Da stand einer im Weg. Sorry. Joa, spring mal an mir vorbei, mein Freund. Und ich springe auf sie rauf. So. Das war's.